Hallo, guten Morgen. Ich heiße Raylord Reyes und ich koordiniere hier in Manila auf den Philippinen Gemeindegründungsprojekte. Ich mache diese Arbeit seit 7 Jahren. Ich habe selber eine Gemeinde für junge Erwachsene gegründet, die sich an unterschiedlichen Orten trifft. Am Anfang war es hilfreich, die sozialen Medien zu nutzen. Ich kam dadurch in Kontakt mit Leuten hier in der Stadt. Ich hielt Ausschau nach Gruppen, mit denen ich in Verbindung treten könnte. Dabei stieß ich auf eine App namens Meetup. Es gibt auch eine Webseite, meetup.com. Hier kommen verschiedene Gruppen miteinander in Kontakt. Wenn man die App herunterlädt oder auf die Website geht, findet man dort verschiedene Gruppen und Veranstaltungen. Ich machte mich also auf die Suche nach Gruppen, wo ich andocken könnte. Die meisten Gruppen werden von kirchenfernen und säkularen Leuten organisiert. Ich nahm Kontakt mit diesen Leuten auf, bis mir klar wurde, dass ich ja meine eigene Meetup-Gruppe starten könnte. Das war der Beginn meiner Gruppe Café Life. Café steht für Community, also Gemeinschaft, Authentizität, Freundschaft und Erfahrung. Es ist so etwas wie eine Kleingruppe. So kamen wir mit verschiedenen Leuten in Kontakt. Die Gruppe ist für junge Geschäftsleute gedacht, die nach der Arbeit zusammen abhängen wollen. Ich habe also das Angebot online gestellt und war überrascht. Junge Geschäftsleute und junge Erwachsene tauchten in unseren Meetup-Gruppen auf. Auf diese Art und Weise kamen wir mit vielen jungen Geschäftsleuten in Kontakt. So begann unser Gemeindegründungsprojekt. Dadurch waren wir in der Lage, mit vorwiegend kirchenfernen und säkularen Leuten in Kontakt zu kommen. Durch Meetup sind wir auf die Idee gekommen, unsere eigene App zu starten. Mein Team, das hauptsächlich aus jungen Geschäftsleuten und jungen Erwachsenen besteht, entwickelte die App namens Café Life. Sie kann auf iOS und Google oder Android-Handys heruntergeladen werden. Wenn ihr diese App also herunterladet, dann findet ihr eine Liste mit unterschiedlichen Gruppen, die sich in der Stadt treffen. Diese Gruppen werden von unseren Leuten geleitet. Es gibt auch verschiedene Diskussionsrunden und Gesprächsanleitungen, die an den verschiedenen Orten benutzt werden. Unsere Kirche benutzt mittlerweile die sozialen Medien, um mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Es gibt Kleingruppen, die sich bei Zoom oder Google treffen, und es kommen immer mehr neue Leute dazu.